Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Nautica. So, und zwar, wir wollen zurück zur Motte. Die Motte. Kann man da runterspringen? Ohne dass ich mir weh tue. Ja, aber vorher benötige ich noch von diesem Knollenbaum Essen. So. Wir sind gleich bei der Motte. Die Motte. Oh, liegt da so gekippt herum. Super. Danke für die Begrüßung. Wir bleiben aber möglichst oben. So, und beginnen die Fahrt. Was haben wir gelernt? Wir haben ein paar Sprachaufzeichnungen. Wir haben noch Datensticks, also Datensticks, so Datendownloads, die wir noch nicht gelesen haben. Wir haben Scans, die wir noch nicht gelesen haben. Das werden wir alles noch nachholen. Aber jetzt möchte ich beide Inseln noch einmal absuchen. Sicherheitshalber. Weil, naja, vielleicht habe ich ja wo was vergessen. Das ist ähnlich wie wenn man in diese Fraxen noch einmal hineingeht. Ist da ein Bomstel oben? Ach, ist das die Rettungskapsel? Kann sein. Ein Fraxe! Da könnte ich jetzt zum Beispiel super nach unten tauchen. Und dieses Fraxe untersuchen. Das könnte ich tatsächlich machen. So. Hier. Was ist das? Kenne ich nicht. Das kenne ich nicht. Ob da schon wer war? Wer hat die Tür aber zugemacht? Das ist ja eher die Frage. Ich glaube, da ist was reingekommen hinter mir. Voll die Panik. Wo Gegenstand nehmen? Es war Wasser. Wasser. Oh, da die Tür, die ging nie auf. Ja. Brauche ich irgendwie. So. Nein. Oh, Pech gehabt, ansonsten wäre super gewesen. So. Ein Riffrücken. Oh. Das sind Trümmer, die schaue ich mir noch an. Ja, wenn wir schon hier sind. Ups, aufgesetzt. So. Und zwar würde ich sagen, ein Bioreaktor. Cool. Was ist das? Ein Kaffeeautomat. Den wollte ich auch noch bauen, ich kann mich erinnern. Inventar voll. Oh, Scannerraumfragment. Inventar tatsächlich voll. Gut. Wird alles gegessen. So, jetzt geht's auch wieder mit dem Inventar. Titan einsammeln. Ja, super. Das ist ein Bioreaktor. Ein Sandhai. So. Und weiter geht's. Weiter geht die Reise. So. Ja, wenn ich mir denke, früher war das auch viel gefährlicher. Vor allem hier bei der Kapsel 17. Da war irgendwas. Was war denn da? War da dieser Fake-Direktor? Der Fake-Arzt? Fake-Arzt. Ich denke immer, das ist so ein Antrieb.
Nur nicht nervös werden, mein lieber Santai. Ja, das hoffe ich doch. Ach, jetzt weiß ich, woher ich das... Und zwar... Seemotte. Und zwar war das einmal hier Frack. Und hier... Ja, du weißt, wohin es geht. Nein, danke. Heute nicht. Vielleicht morgen. Oder übermorgen. So, wo wollen wir denn hin? Ach ja, genau. So. Aufwärts. Aufwärts, gleich sind wir da. Also, da, wo, aber. So. So. Die Aurora hinter Wolken. So, die Seemutter, ja. Titan, alles weg. Samen weg. Nein, falsch rum. So, einsteigen. Licht aus. Passt, aussteigen. So. Ja, die Richtung stimmt. Ich wollte ja zu... Ist das die Insel? Oder da? Das da ist die Insel, oder? Jupp. So. So, da kommen wir ja direkt bei der Base vorbei. Oh, da ist die Lost River Base. Die ist ganz schön weit weg vom Eingang, oder? Naja. Jo. Bald sind wir da. Hollerie und Hollera. Was ist das? Riffrücken. Ach ja, das Scannerraum. So. Na, ich bin gespannt, ob wir auf der anderen Insel auch was Cooles finden. Kann ja durchaus sein. Nicht einmal so unwahrscheinlich. Denn in der vorigen Folge haben wir auch von Slati Bartfass noch eine Nachricht gekriegt. Oh, die Base, die Base. So, und ich denke wirklich... Halt, wenn ich schon hier bin... Ja, ja, Thema nur nicht ablenken lassen. Was habe ich ihm jetzt? Mein Gott. So. So, wie schaut's aus? Fahrzeuge. Zyklop, unbekannt. Krebs. Oha. Ja, den werden wir nämlich bald angehen. Auf den freue ich mich schon. Ich glaube, mit dem können wir tolle Abenteuer erleben. So, wo war die Insel? Ist die jetzt da? Nein, ist die jetzt da? Ja. Da. So, die guten alten Riffrücken. Nämlich alt im wahrsten Sinne des Wortes. Yeah. So, da wird's jetzt... Da geht's aber bergab. Hui, da geht's aber bergab. Schwebende Inseln. Super. Ja, was mich ja wieder zu der Frage bringt, ist das nicht vielleicht ein wenig, dass dieser ganze Planet aus Wasser besteht? Uah! Ah. War da die Aurora immer so nah dran? Naja. So, wir suchen uns wieder einen hübschen Strand. Ah, ich höre einen...
gemacht einen Narren an mir gefressen, die Warper. Naja, solange es nur Warper und keine Doppelwarper sind. So, da oben ist Strand, glaube ich. Ist da ein... Oh ja, genau. Ich kann mich schon erinnern. Yeah. Das geht nämlich ziemlich tief runter, glaube ich auch. Und hatte keinen Eingang, oder? Ja, auf jeden Fall waren hier die Warper. Da unten ist ja auch noch ein Teil. Ah, genau neben dem Ohr. Okay. Ja, Jungs. Ich kann gerade nicht mit euch spielen. So. Da wird hinaufgetaucht. Super, oder? Kann ich die da lassen? Ich lass die mal da. Oh, Essen, Trinken. Ich hätte mehr Essen und mehr Trinken mitnehmen sollen. Tja, so meine Lieben. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.